Hello, welcome to Food, and I'm finally back. And yeah, I had a lot of work to do the last week, so I had no time to do videos. But I have seen that I got a lot of new subscribers. So yeah, first of all, welcome you guys. Thank you that you like my videos. Okay, in this product we have Walkers here, and we have some gluten inside and some milk. Wheat and stuff like that. Okay, I'm going to open it and have a taste. By the way, I'm going to do now bilingual videos, so I'm going to speak also German in my videos. At the end of every video there will be a German part, yeah, which you can listen if you are from Germany. And okay, let's taste this product now. Tastes like the red Pringles, if you know them. Almost same taste, not exactly, but almost. Yeah, it's pretty good. I would rate this product 7 out of 10 points, because I think it's pretty basic, but nevertheless, it's good. So yeah, 7 out of 10 points. Okay. Ja, jetzt kommen wir zum deutschen Part oder zum deutschen Teil. Das Produkt ist ziemlich gut. Es schmeckt wie die roten Pringles. Ist gesalzen. Ja, einfach salzige Chips. Ziemlich gut, ziemlich lecker. Würde ich jetzt so ganz gerne immer mal zwischendurch essen. Ja, würde ich mit 7 von 10 Punkten bewerten, einfach weil der Geschmack so, ja, leicht ist. Für zwischendurch auf jeden Fall ein cooler Snack. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass da Gluten drin ist und Milchanteil, weil ich selber laktoseintolerant bin und deswegen und auch Gluten nicht so gut vertrage. Also das gefällt mir nicht so, aber an sich schmecken die ganz gut. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt keine Glutenunverträglichkeit und sowas hätte, dann würde ich sie auf jeden Fall öfter kaufen. Ziemlich geil eigentlich. Was ich noch nicht gesagt habe, ist suitable for vegetarians, was heißt, dass man das auch als Vegetarier ganz gut essen kann. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr mögt den deutschen Teil. Auch für die, die jetzt Englisch sprechen oder Deutsch lernen. Wäre ganz cool, wenn ihr mir das einfach mal in die Kommentare schreibt, ob ihr das mögt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, und ich glaube, ich mache heute so ein kleines Walkers-Special oder Walkers-Special-Day und mache mal so ein paar Produkte davon für euch. Okay, danke fürs Zuschauen und viel Spaß. Ciao.